Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Italien-Projekt. Seit der letzten Folge ist ein bisschen was geschehen. Ich habe auch zwischendurch mal was aufgenommen, aber klug wie ich bin, ja, ist es abhanden gekommen. Gut, ich habe es aus Versehen gelöscht. Ja, ich habe mich selber in den Arsch gebissen, hoch 10. Deswegen ist ein bisschen was dazwischen geschehen und wir machen jetzt einen etwas größeren Sprung. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben einen neuen Traktor uns geholt und zwar steht er da hinten. Ich mache das Licht an, es regnet heute und es ist dunkel, es ist Oktober. Der Fiat Agari ist letztendlich, glaube ich, ein New Holland, wenn ich das Zeichen richtig einschätze. Ein bisschen auf Italienisch, also scheinbar eine Kooperation damals mit Fiat und New Holland. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall relativ günstig, hat sogar mehr Leistung als unser Fendt. Hat jetzt momentan Pflegebereifung soll es sein, auch wenn es nicht ganz so ausschaut, ne? Drauf, wir haben schon die Sämaschinen dranhängen. Und wir haben uns jetzt in Sachen Felder umentschieden, und zwar gehen wir mal kurz auf die Map. Das Feld 21,49 verkauft. Das gehört nicht mehr uns. Das Feld 14 gehört noch uns und wir haben das Feld 15 und 16 verkauft und haben das jetzt zu einem zusammengeschlossen. Wir haben auch schon eine Ernte drauf eingefahren, und zwar Raps und Sorghumhirse. Genau. Da haben wir es jetzt zu einem zusammengeschlossen. Geld haben wir relativ viel ausgegeben mittlerweile schon. Wir haben auch wieder ein bisschen was verdient aufgrund von Aufträgen, die wir gefahren sind, ne? Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel sieht, was wir haben, ja gut, Mistgülle, das kommt gleich im Video. Raps 27.000 sind damals geerntet, Sorghumhirse haben wir was geerntet, ne? Und Stroh ist ja was anderes. Wo ist denn, wir haben Schweinefutter gekauft. Das ist nicht zu wenig. Also auf jeden Fall ein paar Tausender sind da reingeflossen, ne? Und was ich eigentlich im letzten Video gemacht habe, was ich wie gesagt aus Versehen gelöscht habe, ich habe mir Schafe geholt. Das habe ich eigentlich, wollte ich mit euch zusammen machen, aber naja. Also hier zum Beispiel, hier unten Schweinefutter haben wir jetzt 27.300 Liter. Einfach weil wir haben jetzt noch nicht alles. Und da haben wir jetzt erstmal das Wichtigste, sage ich mal, für die Schweine. Und ich habe hier das Licht angelassen am Traktor. Naja. Schafe. Hammer. 12 Stück jetzt insgesamt. Frisch geholt. Die haben was von alles. Die Hühner, die sind jetzt auf 100 von 100 Hühnern mittlerweile. Ja, 100 von 100. Also die sind jetzt komplett so weit, wie es geht. Haben sich vermehrt und Schafe haben sich auch schon ordentlich vermehrt. Warte, wir gucken mal kurz hin zusammen. Und zwar haben wir jetzt schon 108 Schafe. Ne? Ihr seht, wir haben schon die Anfangsschafe sind schon 47 wert. Danach haben die schon mal Nachwuchs bekommen und Nachwuchs und die haben hoffentlich bald auch Nachwuchs. Gut, was wollen wir die Folge machen? Ihr seht, unser Misthaufen ist ganz gut voll und gucken wir kurz ins Zielmenü. Unser. Wo sind die Schweine da? Unsere Gülle ist fast voll. So, jetzt bin ich mir unschlüssig, mit was es sinnvoller ist, seine Felder zu düngen. Falls ihr dann mehr Erfahrung habt, was bringt es mehr? Gülle oder Mist? Ich bin mir ehrlich gesagt wirklich unschlüssig. Mein Plan war jetzt erstmal, wir holen einen fixen neuen Anhänger Wasser. Der hängt ja schon am Fendt dran. Da Gülle jetzt komplett voll schon so gut wie der ist. Und ist mein Plan eigentlich gewesen, mir einen Gülle-Transportwagen zu mieten, nicht kaufen, mieten, und die Gülle an die BGA zu verkaufen. Jetzt aber nebenbei überlege ich, ob ich vielleicht einen Güllewagen hole, der es auch im Feld ausbringen kann und einfach fix einen Helfer was ansehen lasse und dann mit dem Güllewagen Gülle ausbringt. Beziehungsweise kann ich es eigentlich auch schon vorher machen, weil Gülle steigert ja immer ohne einen festen Wert, also ist letztendlich egal, ne? Ja. Jetzt nehmen wir erstmal unser Fendt. Wir machen erstmal kurz das Licht aus, genau. So, ihr seht auch, unser Fendt, der braucht ein bisschen Diesel. Ich wollte gerade sagen, Benzin. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt gleich mit dem runterfahren. Wahrscheinlich den, was auch immer, Güllewagen holen werden. Können wir die vertanken fahren. Ja, verschalten. Genau, so, der 5 €. Das Gute bei unserem Hof ist, die Wasserholstelle ist hier direkt um der Ecke. Wir müssen immer nur aufpassen, hier vorne die Kurve ist etwas. Nicht geht. Zornig. Ups, das war der Bauer. So, ihr seht da unseren kleinen Hof von der Seite mal ja. Also, wie gesagt, wir haben jetzt alle Tiere, die wir haben können. Wir haben Hühner, wir haben Schweine, wir haben Schafe. Die Hühner sind schon komplett so weit, wie es geht. Die Schweine machen bis jetzt auch einen ganz guten Job und vermehren sich fleißig. Und Schafe, ja, die brauchen halt noch etwas Zeit, aber die sind auch auf einem guten Weg eigentlich. So, jetzt, genau. So, jetzt füllen wir hier Wasser ein.
Jetzt ist die Frage, was holen wir uns? Wir hätten einmal war mein Gedanke vielleicht dieser Wagen zum, ist halt ein reiner Gülletransportwagen. 150 PS, 13.000 Kubik. Die gleiche Ausmenge auf dem Feld, okay. Das braucht auch nochmal 40 PS, das kriegt unser Fendt nicht hin. Das kriegt unser Fendt, glaube ich, auch nicht hin. Was haben wir? 150 PS, ne, hat unser Fendt. Ich weiß ja immer nicht, man soll ja, also sind Empfehlungen, ne? Muss man nicht so machen. Ja, jetzt bin ich immer am falschen Lüge, dann so, jetzt nochmal. Das ist mein eigenes. Ich überlege gerade, ob wir uns dieses Modell hier mieten. Es hat halt. Was kostet das Mieter? 4500, wenn ich das Minerals-System wegnehme. 3.150. Das wäre halt so eine Option. Bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal versuchen, mit der Gülle zu düngen. Einfach damit wir möglichst wenig verkaufen müssen erstmal. Weil ich glaube, für Gülle kriegt man sowieso relativ wenig an Geld dafür. So, schieben wir uns mal hier rückwärts. Ja. Da. Auf geht's. Erstmal fix, schaffen wir jetzt das Wasser hin und dann tendiere ich gerade zu dem schwarzen Güllefass. Das zu mieten. Ja. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Einfach damit wir jetzt Gülle ausbringen auf unserem Feld. Da haben wir jetzt noch nichts drauf bestellt. Weil es steigert ja eh immer um den festen Wert Gülle, wenn ich mich jetzt. Also ich habe das Position Farming ja hier aktiv, ne? So, fahren wir mit dem Schwein mal durch. So. Wir parken das Ganze jetzt wieder bei den Schweinen, hier würde ich erstmal sagen. Beziehungsweise, nee, wir parken das bei den Schafen, weil wir müssen hier hin, um da die Gülle aufnehmen zu können. Die Schafe brauchen hier auch Wasser. Ihr seht es auch jetzt auf dem Anhänger, die Hühner haben auch schon ein paar Eier produziert, nicht viel, zwei Paletten bis jetzt erst, ne? Aber, hey, mein Gott, besser als nichts. Ne? Halten uns bis jetzt mit dem Hof, haben wir eigentlich keinerlei Einnahmen bisher gehabt, außer halt Aufträge, Missionen haben wir gefahren. Sind hier in Italien komischerweise immer Großzeit sowas wie geh da hin und natürlich geh dahin, mähe, besser entweder Heu oder Silageballen, eins von beiden. Genau, so. Gut. Und damit haben wir uns jetzt eigentlich mal über Wasser gehalten. Wir mieten uns jetzt dieses Ding hier. Ja, können wir machen mit diesen. Das hat eigentlich eher Sinn, nur wenn. Ich bin gerade unschlüssig, ob ich vorher was ansehe oder nicht, weil letztendlich wird ja mal die Gülle danach ausgebracht, das heißt die Düngemenge, aber eigentlich ist ja, wir machen das jetzt so, pass auf, genau so, weil eigentlich, was soll ich erzählen? Ich vergesse auch beim Reden, was ich sagen würde. Eigentlich wird ja bei Gülle immer der Düngewert um einen festen Betrag gesteigert, ne? Bei Gülle ist halt immer der Düngetrag nicht immer dasselbe. Egal, jetzt haben wir so gemacht. Wir holen das jetzt, bringen das auf. Und dann schauen wir mal. Entweder wir haben zu viel gedüngt oder zu wenig. Müssen wir einfach mal schauen, wenn wir dann angesät haben. Erstmal fahren wir fix unseren Fan tanken. Und dann holen wir uns fix den Anhänger, dass wir diese Gülle von den Schweinen loswerden. Mein Plan ist ja eigentlich, dass wir irgendwann so viel produzieren, dass wir gar nicht mehr auf Mineraldünger setzen müssen, sondern einfach nur noch mit Mist oder Dünger, Mist oder Gülle düngen können. Weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, was davon jetzt empfehlenswerter ist. Ob da ein was produktiver ist als das andere. Weil mit Gülle habe ich mal kurzzeitig zwischendurch mal irgendwann gedüngt, in einem anderen Safe-Game. Anderen Projekt in Frankreich, Projekt habe ich es probiert. Aber mit Mist habe ich zum Beispiel noch gar keine Erfahrung, sage ich ehrlich. So. Licht aus. Machen wir das Ganze mal auf hier. Dann holen wir uns fix unseren Güllewagen. Ja, also ihr seht schon, was so leistungstechnisch geht, sind wir mit unseren Traktoren eigentlich an der Grenze. Also
der Fan mit 150 PS, der kann auch nicht alles ziehen. Ich sag mal so, ich habe jetzt gerade einen Rupper auf dem Hof, ein gebrauchter war das, den habe ich relativ günstig geschossen. Der hat auch nur 3 Meter Arbeitsbeute. Ne? Da ist man bei einem Feld schon ganz schön lange am Machen und Tun, bis man dementsprechend das hat. Deswegen bin ich gerade am Liebäugeln. Was heißt Liebäugeln? Ich warte darauf, dass was ins Angebot kommt. Vielleicht irgendwas wie einen mittelgroßer Traktor mit so 200 bis 250 PS. Hoffe ich gerade prinzipiell. Weiß es noch nicht ganz genau. Wie gesagt, wir sind da relativ angebotsabhängig. Ne? Also wenn da nichts in den Shop kommt, dann haben wir auch nichts. Aber ich dann überlege, vielleicht sogar den Fendt gegen so ein Fahrzeug einzutauschen, weil ich der Meinung bin, wir brauchen nicht mehr als 2 Traktoren auf dem Hof. Und ja, entweder muss dann halt der Fendt oder der Fiat Gari wieder gehen. Aber ja, wie gesagt, erstmal muss man aufs Angebot warten. Ohne Angebote kann man da eh nichts machen, ne? So. Mal fix unseren Güllewagen an. So, anhängen. Tabelle. Tabelle auch genau so. So, haben wir angehangen. Auf geht's zu unserem Hof. Ich bin gespannt jetzt. 100 PS braucht das ja. Ob unser kleiner Fan damit noch gut zurechtkommt. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es mal. Naja, wie sagt man so schön, probieren geht über studieren, ne? Wupp, wupp, wupp. Ups, ups, ups. Ich würde sagen, wir machen fix einen Zeitraffer rein und wir sehen uns dann gleich, wenn ich auf dem Hof bin. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da. Einparken ging, würde ich behaupten, relativ gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir... Jo, jetzt pumpt die Gülle. Jo. Gut, fahren wir zum Feld, würde ich sagen, und schauen wir mal, ob wir damit zurechtkommen. So, von einem 2 zum Anfahren. So, jetzt bin ich ja gespannt, gleich. Was der Fan sagt zu der ganzen Geschichte. Also sag ich mal, die größte Schwierigkeit unseres Fans, wenn ich ehrlich bin, er bräuchte so 30, 40 PS mehr. Das würde schon viel helfen. Ich sag mal so, ich bin immer nicht ganz sicher, ob in dem Spiel die Reifendruckregelanlage, sag ich mal, mit beachtet wird. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sag mal so, in der Realität bringt das einen extremen Vorteil bei sehr schwierigen und matschigen Gelände. Jetzt hier alles so, naja, mit einbezogen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Wir haben zwar hier mehrere Mods drin, bezüglich dem im Boden einsinken und so. Man kann ja nicht aktiv steuern bezüglich des Reifendruckes. So, klappen wir die ganze Geschichte mal aus hier. Machen wir das Licht an, würde ich sagen, überall. Ah, ihr seht es schon jetzt hier. Mit dem Rad kommen wir nicht weit. Wir machen mal gleich ein Allrad rein hier. Das würde ich mal sagen. Probieren wir mal. Also, er fährt auf jeden Fall. Er düngt an für sich auch. Aber ihr seht schon, er hat bedacht, weil es mit dem Berg aufgeht. Nämlich jetzt. Sehr stark zu kämpfen. Schaut mal eine andere Gruppe. Also, der Fan macht's an für sich. Ihr seht aber auch, der stark zu kämpfen hat, ne, das Vorderachsdifferential.
Sind nicht kurz davor, uns einzugraben. Noch kämpft er. Ja. Runterfahren hier. Gott, wir haben schon 10%. Also entweder... Ja. Dauert hier eine Ewigkeit mit dem Fendt, glaube ich, so an für sich. Also es geht auch leicht bergauf, aber man merkt eindeutig, der Fendt ist... Ja, und... Und, er kämpft noch. Aber eigentlich steht er. Jetzt ausmachen. Ihr seht schon, wir bilden uns gerade ein hier. Seht das? Gut ausmachen. Anheben. Gut. Ich würde sagen, wir kommen das Ganze jetzt mal ab hier. Und so dass es auch klingt, wir holen mal den Fiat Gari. Dass er das vielleicht packt. Ne? Ich kann es noch nicht versprechen. Ich hoffe es gerade nur. Also wir fahren mal den Fendt hier rüber, einfach an der Seite. Wir lassen den hier stehen. So. Mal Licht aus. Gut. Nein, nein. Da. So, jetzt hoffen wir mal, dass du hier zeigst, was du kannst, McLennan. Also an für sich auch ein sehr schöner Traktor, finde ich persönlich. Relativ laut. Ich hoffe, dass man mich halt, wie es da versteht. War bei mir auch schon ein bisschen Benutzung. Also ich kenne auch schon, wie es sich so ein bisschen verhält. Ne? Vielleicht sage ich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste und einen davon weggeben, würde ich vielleicht sogar den Fendt weggeben. Wo ich beim Fendt halt diesen riesen Vorteil habe, er hat GPS-Module verbaut. Deswegen ich auch GPS verbaut habe, aktiv in dem Fahrzeug. Upsala. Irgendwie, das war jetzt so. Ich bin auch klug. Ich habe ganz vergessen, welche Sämaschinen dran habe ich. Rottel. Was ist denn jetzt so? Habe ich irgendwie gerade das Fahrzeug gewechselt aus Versehen? Ja. Ach, Menschenskin, das ist das Geniale wieder, was ich hier mache, Alter. Jetzt hatte ich die Sämaschine, lass mich raten. Wie ein Soundwagen, ja. Gut, ich bin gleich zurück, wenn ich das Ganze mal oben habe. Bis gleich. So, willkommen zurück. Also, ich habe den Fiat Gari frei bekommen, aber die Sämaschine nicht, die steckt noch im Zaun. Aber ich sag ganz ehrlich, das mache ich offscreen, weil, ja. Ihr habt mal wieder miterlebt, also das ist meine Dummheit live, ne? Mit sowas habe ich immer zu kämpfen zwischendurch. So, pass auf, jetzt ist die Frage. Wir machen mal gleich noch die Untersetzung rein. Sperren das Vorderachsendifferenzial. Jetzt sind wir gespannt, ob der Fiat Gari die von der Stelle gezogen bekommt. Ist jetzt nicht. Nein, bildet sich wieder ein. Ach, das gibt's doch nicht. Er fällt jetzt raus hier. Ey, meine Güte, jetzt hier kommt. Kämpft euch durch mit kleiner Fiat Gari. Ach ja. Jo. Nicht mehr aktiv. Lass mir rückwärts raus, bevor wir uns komplett festrammeln. Spaß hier. Also, wie ihr seht, das Ganze hier schon wieder super. So. Jetzt den Ausgang wir nochmal. Geht so schon. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, inwiefern die Umwelt- oder Wettereinflüsse hier dazu beitragen, ne? Aber rückwärts geht's gut. Bergauf mit so. So, also wir schieben erstmal ein Stück rückwärts und hoffen, dass wir vielleicht einen Schwung nehmen können. Ich glaube, so ehrlich gesagt fast gar nicht. Komm, kämpf dich, mein Kleiner, kämpf dich, kämpf dich, kämpf dich, kämpf dich. Wir fahren eine andere Spur, wir fahren eine andere Spur.
Er kämpft auf jeden Fall noch bis jetzt. Wir bleiben gleich im ersten, also. Aber jetzt kommt hier von die Steigung. Yo. Noch fährt er noch. Ja, jetzt ist er flat abgewirkt. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte auch so schön einfach sein. Na gut, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich hier für eine Lösung gefunden habe. Wir sehen uns gleich. Ja, so, wie ihr seht, ich habe was probiert. Ich habe jetzt mal hinten auf den Fiagari Zwillingsbreifung aufgezogen und ich kann euch schon sagen, nee. Tut mir leid, ihr seht, der ist schon wieder eingesunken wieder. Es bringt gerade nichts. Ja, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich warte, bis der Regen aufhört. Wir hoffen, dass wenn der Regen aufhört, dass es Einfluss auf die Bodenqualität hat, dass ich nicht mehr einsinke. Wer weiß. Oder ich werde ihn einfach als Gülletransportwagen nutzen und ihn bei der BGA verkaufen. Wahrscheinlich werde ich ihn einfach jetzt als Gülletransportwagen nutzen und bei der BGA damit das Zeug verkaufen. Nun gut. Es kann nicht jede Folge ein purer Erfolg sein. Das ist leider so. Ne? Deswegen würde ich sagen, beenden wir das hier, die Folge damit. Das war ein kolossaler Misserfolg. Ja, sowas kommt auch vor. Ihr habt meine Dummheit mit der Seemaschine live erlebt. Und auch das lief nicht so annähernd, wie ich es mir gedacht habe. Nur meistens war das offscreen, aber naja. So ist es nun mal. So, wie gesagt, ich mache mir jetzt einen Kopf und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der dann hoffentlich alles halbwegs nach Plan wieder verläuft. Wir werden sehen. Naja, falls euch mein Scheitern erfreut, freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo und... Wenn ihr gerne noch mehr von meinen Scheitern sehen wollt, schaltet gerne ein beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Okay, ciao.